Wie dem auch sei, bevor wir quasi weitere Zeit verlieren, freue ich mich, jetzt heute Morgen als ersten Redner Robert Seifert ankündigen zu dürfen, der sozusagen jetzt die Doppelrolle als Vorstandsmitglied und Mitglied des Arbeitskreises und eine dritte Rolle als Referent hier erfüllt. Und wir freuen uns sehr, dass er von der Uni Duisburg-Essen zu uns gestoßen ist und uns etwas über die algorithmische Sozialität erzählt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Einladung und es freut mich, dass ich hier vortragen darf. Was ich heute vortrage, ist theoretisch in erster Linie und der Hintergrund, ich habe viele Jahre lang im algorithmischen Börsenhandel, zum Hochfrequenzhandel geforscht und das sind sozusagen jetzt die theoretischen Versuche, die daraus entstehen. Der Vortrag hat zwei Teile, einerseits einen theoretischen Teil, da geht es um die relationale Soziologie, der Sound ist tatsächlich merkwürdig. Soll ich das? Hallo? Sie da hinten? Der Sound ist nicht gut. Hier stimmt irgendwas im Sound nicht. Im Saal. Im Saal-Sound. Ich rede trotzdem mal weiter. Nee. Vielleicht ist es sogar fast besser, wenn wir den Leuten ausmachen. Wobei ich finde es auch cool. Es hat irgendwas. Ne? Tja, ich kann. Weiter reden kann ich inhaltlich. Ja, alles gut jetzt? Nee, es klingt immer noch kratzig. Also einerseits die relationale Theorie, mit der ich beginnen möchte und dann im zweiten Teil das ein bisschen exemplifizieren an einem empirischen Fall an des autonomen Fahrens, was auch aktuell mein Forschungsfeld ist. Jetzt wird es im nächsten Slide ein bisschen komplexer. Das ist jetzt das, was wir gestern in der Diskussion mit Sascha schon angekündigt hat, das berühmte Vier-Felder-Schema, was Soziologen so gern mögen. Da habe ich mir selbst eine kleine Bedienungsanleitung mitgebracht, um das zu erklären. Also wir hatten die Diskussion ja gestern schon, dass man einerseits sagen kann, es gibt eben diese digitalen Systeme und es gibt analoge Umwelt. Und wir hatten in der Diskussion schon angedeutet, dass es vielleicht ganz klug sein könnte, das noch komplexer zu gestalten, weil eben digitale Systeme eigentlich in analogen Umwelten nicht operieren. Und heuristisch unterscheide ich jetzt hier von analogen Systemen, das ist vielleicht jetzt nicht ein besonders glücklicher Griff, was Besseres ist mir nicht eingefallen. Das soll natürlich Menschen, Tiere, Pflanzen und sowas bezeichnen. Und das sind eben diese Elemente, die man vielleicht in einer Theorie der digitalen Soziologie unterscheiden könnte. Und was viel wichtiger ist, in einer relationalen Theorie ist eben tatsächlich sind die Beziehungen, weil eine relationale Theorie davon ausgeht, dass die Relationen den Relata gegenüber primär sind. Situieren die Individuen, wenn sie so wollen. Das ist das eine, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen. Worauf ich eingehen will, ist, dass diese Beziehungen natürlich nicht einfach nur Beziehungen sind, sondern die sind eben extrem heterogen und vielfältig und das ist vielleicht gerade eigentlich das Anspruchsvollste in einer digitalen Soziologie, die verschiedenen Formen der Beziehung zu unterscheiden. Da kann man also ganz klassischerweise sagen, was macht die Soziologie? Die Soziologie erforscht dominant intersubjektive Beziehungen, Interaktionshandlungstheorien zum Beispiel. Also Menschen kommunizieren mit Menschen. Und dann haben wir natürlich auch noch, was man interobjektive Beziehungen nennen kann. Das ist ein bisschen ein falscher Begriff, weil der interobjektive Beziehung natürlich von Latour kommt. Hier soll er eigentlich bezeichnen, der Umgang eben mit nicht belebten analogen Dingen. Und diese Sachen gibt es natürlich immer noch auf der anderen Seite. Also die digitalen Systeme selbst stehen in einem gewissen Verhältnis zu ihrer analogen Umwelt. Das ist jetzt das Argument, dass das eigentlich nur vermittelt über die digitale Umwelt geht. Also das habe ich hier jetzt objektalgorithmische Beziehungen genannt. Klassisches Beispiel wäre natürlich die Umfelderkennung beim autonomen Fahren. Das Auto muss irgendwie erkennen, ob es sich um einen Baum oder einen Mensch handelt und danach Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, dieses Erkennen funktioniert eigentlich nur in der digitalen Umwelt, sozusagen schon durch bestimmte Bilderkennungsverfahren präformiert sind. Und dann die vielleicht interessantesten Formen, interalgorithmische Beziehungen, das hatte ich gestern schon angedeutet, da gibt es einerseits in der Finanzmarktsoziologie, Karin Knozitina und Donald McKenzie interessieren sich also, nicht Donald McKenzie, Karin Knozitina hatten den Versuch gemacht, den Begriff der Interaktion, den Goffmanschen Interaktionsbegriff, auf die Beziehung von Algorithmen zu übertragen. Algorithmen interagieren mit Algorithmen und das kann man jetzt sozusagen so weit treiben, nicht? Die relationale Soziologie kann man so weit treiben, zu sagen,
eigentlich sind in den Beziehungen, Sozialbeziehungen eigentlich keine Menschen mehr anwesend. Das sind letztlich Algorithmen, die miteinander in Interaktionsverhältnissen stehen. Das einerseits natürlich interalgorithmische Beziehungen könnten dann sein, digitale Systeme, die mit digitalen Systemen kommunizieren, also Preisbildung zum Beispiel, nicht? Also wenn gegenseitig Preis bestimmt werden. Und natürlich auch interalgorithmische Beziehung bezieht sich eben auch auf den Umstand, dass die digitalen Systeme mit ihrer digitalen Umwelt kommunizieren. Beispiel wäre, wenn wir die Frage, was ist die digitale Umwelt, nochmal spezifizieren wollen. Einerseits natürlich technische Infrastrukturen, Netzwerke, Server mit großen und kleinen Daten. Und letztlich könnte man sagen, die digitalen Systeme sind eigentlich genauer genommen nichts weiter als algorithmische Systeme, insofern sie die existierenden Elemente, die Relata, also Daten, in Relation setzen. Nicht? Also ein Algorithmus ist eigentlich, wenn Sie so wollen, eine Relationsmaschine, die bestimmte Datenströme und Daten in Relation miteinander setzt und die in Fahrt bringt oder teilt oder verteilt und so weiter und so fort. Also hat man die interalgorithmischen Beziehungen eben auf zweifacher Seite, einerseits in die digitale Umwelt hinein und auf der anderen Seite natürlich innerhalb zwischen digitalen Systemen selbst. Und für die Soziologie natürlich, Entschuldigung, wenn das immer ein bisschen diese Unterbrechung gibt, interessant ist natürlich jetzt das, was ich hier subjektalgorithmische Beziehung genannt habe. Ist auch noch kein super glücklicher Begriff, weil wir ja auf der einen Seite analoge Systeme haben und jetzt haben wir hier irgendwie Subjekte, aber das Subjekt steht in irgendwie eine Form von Individualität. Das Subjekt kann sich auch auf ein tierisches Subjekt beziehen. Es heißt, die Beziehung zwischen einem analogen Individuum, analogen System, einem analogen Subjekt mit dem digitalen System. Hier von das jetzt immer doppelt, eine doppelte wechselseitige Beobachtung. Das digitale System beobachtet das analoge System oder eben das Subjekt, schafft sozusagen eine digitale Identität, die findet hinter unserem Rücken statt, von der wissen wir nichts. Andreas Reckwitz hat ja diese zwei Formen der digitalen Subjektivität unterschieden. Auf der einen Seite die wir selbst inszenieren, auf sozialen Plattformen zum Beispiel, indem wir uns besondererweise präsentieren. Das ist unsere digitale Subjektivität 1. Und dann eben die algorithmische Systeme hinter unserem Rücken errichten, von denen wir eigentlich nichts wissen, über Verhaltens-, sozusagen Erkennungsalgorithmen, die eine digitale Identität hinter unserem Rücken erstellen. Also man hat sozusagen diese wechselseitige Beobachtung, auf die ich noch zurückkommen werde. Das kann man jetzt noch weniger abstrakt übersetzen. Das ist mir jetzt eigentlich am wichtigsten, die Folie. Also man kann sagen, es gibt eben diese zwei Systeme und die Systeme haben verschiedene Formen, ihre Umwelt zu erkennen und diese zu steuern. Bei einem analogen System würde man sagen, gut, wir haben es mit Praktiken zu tun und eine Form von Verstehen. Digitale Systeme erkennen irgendwas und steuern. Beginnen wir einfach mal hier. Sagen wir, ein digitales System mit einem relativ einfachen behavioristischen Programm versucht, uns zu steuern. Nicht sagen wir, eben eine Verkaufsplattform versucht, uns zu erkennen, welche Wünsche wir haben und verkauft und versucht uns sozusagen ein Buch zu verkaufen. Nicht? Es hat mit einem relativ einfachen behavioristischen Modell vorhergesehen, was wir gern kaufen wollten. Und macht die wenn wir Twitter oder Instagram verwenden. Wir wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Wir versuchen aber, unsere Posts so zu posten, dass es irgendwie attraktiv ist. Instagram verwenden wir irgendwie einen Filter, das uns besonders attraktiv erscheinen lässt. Das können wir sozusagen nur durch eine Praxis, durch so ein vernakulares Wissen eigentlich herausfinden. Das hat jetzt letztlich, wenn Sie so wollen, sozusagen unsere digitale Praxis, die jetzt hier zurückspielt und wieder in diese behavioristischen Verhaltenserkennungssysteme eingespeist werden. Die erkennen sozusagen wieder uns natürlich nicht eins zu eins, aber sie machen aus dem, was wir da machen, irgendwie wieder Sinn und versuchen das sozusagen wieder auf uns einzuwirken. Nicht? Also haben wir diesen Kreislauf, der mir jetzt eigentlich am wichtigsten ist. Man könnte jetzt noch über die Umfelderkennung und über die Rede der Roboter hier sprechen. Das ist sozusagen noch die
Das ist die Sphäre, wo wir über autonome Fahrzeuge zum Beispiel sprechen. Also Fahrzeuge, die unabhängig von analogen Systemen in digitalen Umwelten operieren. Das andere, das analoge System, und das lasse ich jetzt erstmal aus Zeitgründen weg. Und komme jetzt, wozu komme ich eigentlich? Ja, jetzt komme ich zu der nächsten Folie. Das ist die aktuelle sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Forschung eigentlich sich ausschließlich, könnte man sagen, oder die dann dominant eigentlich in diesem Feld befindet. Alles, was sozusagen erforscht oder über die Digitalität erzählt wird oder häufig, also nicht alles, ist gelogen, es gibt viele Arbeit, die das nicht machen, aber viel findet eigentlich hier in diesem Bereich statt und behauptet letztlich, dass das sozusagen, was diese Verhaltensalgorithmen oder diese Verhaltenserkennungssysteme über uns erfahren, tatsächlich eben das ist, was wir machen. Und dass diese Versuche, die sie uns, unsere Verhaltens sozusagen, Verhaltensbeeinflussung, die sie vornehmen, in irgendeiner Art und Weise mit dem zu tun hat, was tatsächlich die tatsächliche Praxis ist. Nicht? Also es wird sozusagen mehr oder weniger das Verkaufsversprechen derjenigen, die digitalen Systeme produzieren, für die empirische Realität genommen. Das können Sie in Büchern wie jetzt zum Beispiel Surveillance Capitalism von Zuboff sehen, das ist sozusagen so ein Blueprint davon, ich lese einfach jetzt die Versprechen der Produzenten und sage dann, das ist ja ganz furchtbar, und weil das eben tatsächlich eins zu eins der Realität entspricht, was eben faktisch nicht der Fall ist. Und jetzt kommt mein Argument, dass es viel interessanter wäre, sich eigentlich eine ganz andere Zone anzuschauen, eben nicht diese, sondern eigentlich die hier in der Mitte, in der die tatsächliche algorithmische Sozialität stattfindet, also in dieser Zwischenzone, die man auch eine Zone der Unbestimmtheit nennen kann, weil ich, wie ich angedeutet habe, es eben zu diesen ständigen Missverständnissen und so eine Form von Deutungen aus dem, ja, nicht sozusagen impliziten Wissen und in hochgradigen, intransparenten Sozialbeziehungen sich befindet. Das als eilig durch die Theorie durchgeeilt und jetzt, wie viel Zeit habe ich noch? Mhm. Gut, dann komme ich jetzt zum Beispiel und möchte eben jetzt zeigen, was man am autonomen Fahren vielleicht mit so einer Umstellung auf so ein relationales Modell und dem Fokus auf algorithmische Systeme vielleicht besser sehen kann, als was man bisher sieht. Was wir viel erfahren, das hatten wir jetzt schon diskutiert gestern, das ist eben der allgemeine Diskurs, den wir über das autonome Fahren hören. Also nicht, wir können gerade für uns Intellektuelle ist das natürlich interessant, diese Vorstellung, da im Auto zu sitzen und Bücher zu lesen, und das Auto fährt faktisch für uns. Das ist so ein bisschen eben diese Fiktion, nicht die Fiktion des autonomen Fahrens, wie sie ihr ja oder sie auch wahrscheinlich permanent überall in der Presse und in den Medien sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, was heißt eigentlich autonomes Fahren? Da kann man sich dann die Definition der Industrie anschauen, gibt es dann festgelegte Definitionen, 5 Stufen der Automatisierung. Also wenn man mal davon absieht, dass die Stufe 0, also vollständig keine Automatisierung ist, sind diese Stufen der Automatisierung letztlich zunehmende Einbauten von Assistenzsystemen. Und streng genommen ist es eben so, dass man sagen würde, eigentlich sind diese Stufen 4 und 5 die Formen dessen, was man eigentlich als autonomes Fahren bezeichnen würde. Ich lese das mal kurz vor. Also die Stufe 4, High Automation. The vehicle is capable of performing all driving functions under certain conditions. Und Level 5, Full Automation, the vehicle is capable of performing all driving functions under all conditions. Also einerseits, das Auto kann autonom fahren ohne menschlichen Eingriff, wenn es in einer bestimmten artifiziellen technischen Umwelt sich befindet, weil es zum Beispiel vernetztes Fahren ist. Und die Stufe 5 wäre sozusagen die Autonomiefunktion, insofern als man sagen könnte, jetzt kann das Auto überall fahren, im Wald, es kann auf dem Mond fahren, es ist sozusagen vollständig autonom. Ja, das ist die Definition, und dann stellt man eben empirisch fest, dass es eigentlich die Stufe 4 und 5 nicht gibt, sondern alles, was es gibt, sind eigentlich Stufe 3 oder 2 und 3. Also auch Teslas, sozusagen die großen Ansprüche, die Teslas immer hat, autonomes Fahren erfunden zu haben, sind faktisch sozusagen komplexere Assistenzsysteme. Autonomes Fahren Stufe 4 und 5 gibt es technisch nicht, es ist nicht marktreif, es ist auch nicht erfunden, es ist nicht mal ansatzweise da. Das Argument ist jetzt nicht, ich will mich nicht in die Diskussion anlassen, ob das möglich ist oder nicht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert empirisch, dass es nicht so ist und dass man eben sich dafür interessieren kann, was das eigentlich bedeutet für die Gegenwart. Was bedeutet das? Da könnte man sich einen anderen öffentlichen Diskurs anziehen. Hier ist eine Zeitschrift, ein Artikel der FAZ. Da geht es um Assistenzsysteme und autonomes Fahren. Das ist ein ganz interessantes Zitat hier. Also da geht es um ein Assistenzsystem genannt Road and Driver.
der sozusagen das Assistenzsystem beobachtet, den Fahrer oder die Fahrerin dabei, ob sie jetzt einschläft, ob die Augen auf der Straße sind und so weiter und so fort. Und das Zitat ist insofern interessant, weil es hier heißt, eine Road and Driver genannte Kamera erkennt, in welcher Position sich der Fahrer befindet, wohin sein Blick geht und wo seine Hände sind. Auf diese Weise soll autonomes Fahren sicherer werden. Das ist ja irgendwie eine paradoxe Formulierung. Insofern man sich natürlich fragt, warum ein autonomes Fahrzeug überhaupt jemanden braucht, der da aufpasst. Warum das sicher ist, das autonome Fahren nicht eigentlich nicht sowieso schon unabhängig vom Fahrer. Also hier sieht man, dass es eine merkwürdige, das ist sozusagen eigentlich der klassische Diskurs der Industrie. Wir haben Assistenzsysteme und wir bauen zunehmend Assistenzsysteme und irgendwann kommen wir sozusagen zu autonomen Fahrzeugen. Was für klassischerweise für Assistenzsysteme gibt es oder was für Assistenzsysteme sind interessant. Da kann man auf einen Entwurf für eine neue Regulierung der Europäischen Union verweisen, die vorschlägt, für im Jahr 2020 verpflichtend für jeden Neuwagen, der in der Europäischen Union verkauft wird, die folgende Reihe von Assistenzsystemen verpflichtend einzubauen. Also jeder Fahrzeugverkäufer muss diese Assistenzsysteme ab 2022 einbauen. Kann ich mal kurz durchgehen. Viele gibt es ja schon, nicht? Also das, was ich hier, diesen Aufmerksamkeitsassistent, das gibt es, wenn jemand von Ihnen viel Geld hat und solche Autos hat, der kennt das wahrscheinlich. Oder wenn er sich mal ein Auto ausgeliehen hat in der Mietwagenverleih, dann gibt es sowas. Kann man kurz durchgehen. Aufmerksamkeitsassistent, also das ist eben das, nicht? Die Kamera erkennt, dass die Augen zugehen und dann schläft man ein und dann sagt der Assistent, gibt ein Warnsignal und sagt, jetzt aber bitte mal kurz eine Pause machen. Fortgeschrittene Ablenkungserkennung bezieht sich auf ein Problem, das mittlerweile empirisch ist, wohl so ist, dass die Ablenkung durch elektronische Geräte zu größerem Unfallrisiko führt als die Alkoholisierung. Das ist ein interessantes empirischer Fakt. Also Leute spielen an ihrem Handy rum oder werden durch die Displays ihres Assistenzsystems abgelenkt oder stellen irgendwie Navigationsgerät ein. Und das führt ironischerweise, sozusagen das Assistenzsystem führt ironischerweise dazu, dass eigentlich die Unfallzahlen sich gerade wieder erhöhen. Also sie machen sozusagen eigentlich das Gegenteil dessen, was sie machen sollen. Und die fortgeschrittene Ablenkungserkennung versucht sozusagen jetzt dialektisch dieses Problem wieder einzuholen, indem sie sagt, sie haben jetzt ihre Augen auf dem Handy oder auf dem Display des Assistenzsystems und die Augen gehören aber auf die Straße. Alkoholische Wegfahrsprache ist selbsterklärend. Es geht also darum, dass man, bevor man einsteigt ins Auto und losfährt, eine Alkoholkontrolle machen soll und schauen soll, ob man tatsächlich jetzt nüchtern ist. Der intelligente Geschwindigkeitsassistent bezieht sich jetzt nicht auf Hoch- und Niedriggeschwindigkeit, sondern es bezieht sich darauf, die Geschwindigkeit des Fahrzeuges optimal in die Struktur der Infrastruktur einzupassen. Also wenn man sehen kann, dass da vorne ein Stau kommt, braucht man nicht aufs Gas gehen. Das Notbremslicht geht darum, gerade Assistenzsysteme haben eben die Eigenschaften, schneller zu bremsen als der Mensch. Und da kommt es dann, also Auffahrunfälle sind mit Assistenzsystemen, autonomen Fahren die größten Unfälle. Das Auto geht also voll sozusagen in die Eisen und dahinter menschlicher Akteur ist nicht in der Lage, so schnell abzubremsen. Und dazu dient sozusagen das Notbremslicht, den nachfolgenden Fahrern zu signalisieren, dass jetzt da eine Gefahr droht. Erkennung beim Rückwärtsfahren, dass eben nicht die alte Frau oder die Kindergruppe umfahren, wenn sie rückwärts fahren. Spurhalteassistent, auch das gibt es in vielen Autos schon. Sie fahren auf der Autobahn und schlafen ein und verlassen die Spur, dass es da eben ein Warnsignal gibt. Und dann Unfalldatenspeicher, also so eine Art Blackbox, wie Sie auch aus Flugzeugen kennen. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich diese 7 verpflichtenden Assistenzsysteme anschaut, die eingebaut werden sollen, fällt auf, dass eigentlich alle, außer dem Unfalldatenspeicher, sich eigentlich auf die Regulierung der Beziehung von Fahrer und Fahrzeug beziehen. Alle diese Formen managen in gewisser Weise die Mensch-Maschine-Beziehung. Nichts von diesen Assistenzsystemen hat irgendwas mit autonomem Fahren zu tun, sondern alle diese Assistenzsysteme sorgen eigentlich dafür, dass die Beziehung zwischen Fahrzeug und Fahrer intensiviert wird. Die eigentlich sogar noch schlimmer intensiviert wird als vorher, weil ich jetzt nicht mehr aus dem Fenster gucken darf und einfach mir den schönen Baum anschauen darf oder den schönen Berg, der gerade vorbeikommt. Und weil ich auch nicht mit 2 Bier fahren darf, sondern ich eben jetzt nüchtern fahren muss. Also das heißt, die Beziehung zwischen Fahrzeug und Fahrer wird eigentlich auf eine gewisse Weise intensiviert und ist viel intensiver als paradoxerweise die Beziehung ist zu einem Fahrzeug, was ohne irgendeine Art Assistenzsysteme verkauft wird. Das ist also die zentrale Argumentation dieses Vortrages, dass wir es eigentlich nicht mit Autonomie zu tun haben, dass es keine Autonomiefunktion gibt, sondern was man derzeit an der technischen Entwicklung beobachten kann,
ist gerade eigentlich eben eine relationale, eine Neurelationierung der Konstellation der Elemente von Fahrerinnen und Fahrzeug. Das Fahrzeug wird in keinster Weise autonom, sondern im Gegenteil kommt es hier zu Intensivierungen. Nicht? Ich habe es angedeutet, man kann nicht einfach rausschauen auf den Berg und die Landschaft genießen, sondern man muss die Augen auf der Straße halten. Und es gibt natürlich eine neue Form der Subjektivierung, das nüchterne, aufmerksame Subjekt, das da drin sitzt und dem nichts entgeht. Ja, das ist, wenn Sie so wollen, der Beitrag einer relationalen Soziologie. Das habe ich jetzt mit Co-Autorinnen und Co-Autoren in einem anderen Aufsatz zum Hochfrequenzhandel anders beschrieben. Oder wir haben da einen Versuch gemacht, das zu beschreiben, was eine relationale Soziologie eigentlich sich anschaut, empirisch. The blurring and distribution of cognition and agency of being active or passive, of endorsing the role of a subject or of an object, where humans and algorithms can also endorse the role of a quasi-object or quasi-subject. Also die Idee hier ist, dass man an diesen Assistenzsystemen oder an diesen algorithmischen Formen der Sozialisierung, also Sozialität, der Immersion, sehen kann, wie Rollen ständig wechseln. Ich habe jetzt in meinem Vortrag sehr diese Rolle stark gemacht, dass das Fahrzeug dem Menschen assistiert. Aber in der algorithmischen Sozialität ist es eben gerade so, dass natürlich auch beim assistierten Fahren der Mensch dem Fahrzeug assistiert. Also es ist sozusagen eine ständige wechselseitige Rolle von Assistieren und assistiert werden. Und diese Rollen, die können sozusagen von algorithmischen Systemen zu algorithmischen Systemen sich verändern. Also bei algorithmischen Börsenhändlern kann man das auch beobachten, dass sie bestimmte Formen der kognitiven Verantwortlichkeit oder Entscheidung abgeben an die Algorithmen, bewusst eben eher die Rolle eines passiven Erfüllungsgehilfen übernehmen und auf der anderen Seite eben eher die Rolle eines aktiven Subjektes annehmen, der versucht, den Algorithmus als eine Art Werkzeug unter Kontrolle zu halten. Nicht? Und das ist empirisch einfach immer unterschiedlich und ist, glaube ich, für so eine Art Heuristik eigentlich interessant, sich anzuschauen, wie diese Beziehungen sich eigentlich in konkreten Beziehungen ständig ändern, welche Formen von Kognition, von Handlungsfähigkeit, von Verantwortlichkeit man in welchen Situationen wem abgibt, wann man, und es ist jetzt nicht nur so, dass das eigentlich so eine Art Entfremdung ist, dass jetzt die menschlichen Subjekte, die sich darin befinden, jetzt irgendwie vergewaltigt oder entfremdet fühlen, sondern man kann eben empirisch sehen, dass es klassischerweise eben so ist, dass man ganz bewusst auch die Rolle des subjektiven, des passiven Subjekts einnimmt und sich gut und gerne natürlich auch mal von den algorithmischen Systemen bestimmte Entscheidungen abnehmen lässt. Das wäre das Plädoyer. Die Umstellung der empirischen Forschung und auch der Theoretisierung von dieser Autonomiefunktion, die nebenbei bemerkt eigentlich vollständig der Vorstellung eines autonomen, souveränen Subjekts entspricht. Nicht, wenn wir jetzt die Frage nach der Individualität stellen, kann man sehen, dass sozusagen diese Idee der Vorstellung des autonomen Subjektivität vollständig hineingeklappt wird in die technischen Systeme, denen sozusagen eine ähnliche Autonomie unterstellt wird wie den menschlichen Subjekten. Nicht, das ist sozusagen eigentlich das Spiegelbild der beiden Formen und empirisch oder ist es eben tatsächlich viel interessanter, sich diese Zwischenzone anzuschauen, weil, und da komme ich jetzt zu meinem Eingangsbild zurück, die empirische Realität in Zukunft wahrscheinlich nicht so aussieht wie rechts, sondern eher so aussieht wie links, weil man es zu einer zunehmenden Form von Verknüpfung und Immersion mit dem Fahrzeug kommt. Also eine, nicht, das ist jetzt hier ein bisschen natürlich ironisch, aber eine direkt Abgreifen von Informationen aus dem Gehirn, wo das Fahrzeug direkt zugreifen kann auf das, was der Fahrer, die Fahrerin denkt. Und das hier wird sich vermutlich in der Zukunft als eine genauso Fiktion und reines imaginäres Bild erweisen, wie wir es von anderen Zukunftsfiktionen kennen. Ja, und jetzt kommt abschließend noch eine kleine schamlose Bewerbung meiner eigenen Schriften und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ganz fantastisch. Hallo? Achso. Wie dem auch sei. Okay, ich fange jetzt an.
Okay, ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde das total plausibel, dass man da in diese Mitte geht, ja, in diese algorithmische Sozialität. Und ich hatte mich dann aber bei dem Vortrag gefragt, ob man da nicht sozusagen die Sozialität noch stärker reinbringen könnte in die Analyse. Also Sie hatten jetzt ja eigentlich das Verhältnis zwischen dem Fahrer und diesem Fahrzeug angeschaut. Aber das Fahrzeug, das ist ja nicht nur so ein Algorithmus im Prinzip, also als Subjekt, der Algorithmus als Subjekt, sondern da sind ja, also mit Latour gesprochen, Regeln eingeschrieben. Also der Algorithmus hat sich das ja nicht aus seiner eigenen Subjektivität heraus ausgedacht, dass man vielleicht nicht alkoholisiert fahren sollte, sondern das kommt ja irgendwie dann doch auch wieder aus dem Sozialen. Vielleicht könnte man das noch ein bisschen komplexer machen. Also die Sozialität der Algorithmen, diese also welche Akteure, welche gesellschaftlichen Strukturen sind es denn, die wiederum diesen Algorithmus einbetten und so. Ne? Also ich glaube, man kommt dann vielleicht über diese Interaktion zwischen Fahrer und Algorithmus noch hinaus und so ein bisschen weiter. Ja. Ja, genau. Absolut. Also das sage ich jetzt gleich, oder? Ja. Also das ist natürlich jetzt aufgrund der Zeit ein sehr eingeschränktes Bild. Interessanterweise, wenn man sich das autonome Fahren anschaut, gibt es eben auch verschiedene Formen, sozusagen kultursoziologisch gesprochen, Formen des Imaginären. Es gibt eigentlich zwei verschiedene konkurrierende Formen. Es gibt das sogenannte vernetzte Fahren, das wird eigentlich in Düsseldorf zum Beispiel habe ich das mir untersucht, also das sind Städte, die interessieren sich eigentlich nicht für das autonome Fahrzeug, die interessieren sich eigentlich für die Optimierung des Verkehrs und betrachten das Fahrzeug von Anfang an als eine soziale Entität. Und dann gibt es, und das kommt eigentlich aus Amerika, interessanterweise wirklich aus libertären Thinktanks, die das Auto imaginieren als einen autonomen Agenten. Das Cato-Institut hat da so ein libertärer Think Tank, hat eine Schrift, so eine Art Pamphlet oder Manifest veröffentlicht und sich explizit dagegen ausgesprochen, dass der Gesetzgeber verpflichtet, die Fahrzeuge sich mit der Infrastruktur zu vernetzen. Das Auto soll autonom sein. Also da findet sich diese Autonomiefunktion eingeschrieben sozusagen in die zukünftige Technologie. Also Sozialität einerseits natürlich in diese verschiedenen Vorstellungen, was ist ein Objekt, was ist ein Subjekt, was ist ein Gegenstand. Und zusätzlich natürlich jetzt die Sozialität einfach auch, das habe ich jetzt weggelassen, was es natürlich nicht nur Fahrer-Fahrzeug ist, sondern das ist auch Fahrer-Fahrzeug-Infrastruktur. Also das heißt, das Fahrzeug ist in der Regel auch an eine Infrastruktur eingebaut, die jetzt auch künstlich zubereitet wird. Das heißt, wir haben einen massiven Einbau von technischen Infrastrukturen mit Sensoren und Kameras, wo man auch sagen könnte, der soziale Raum, es gibt so einen technischen Strukturwandel des sozialen Raumes als Antwort auf diese Art von Technologie. Also die Sozialität, also das kann man phänomenologisch, wenn man das jetzt nachverfolgt, die Spuren sozusagen in die Unendlichkeit weiterziehen, inklusive der verschiedenen Formen des Imaginären und der verschiedenen Formen der Ausweitung der sozialen Beziehung in den sozialen Raum hinein. Ich weiß nicht, ob das darauf antwortet. Ja, vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Also mich echt begeistert. Danke auch, ich denke, wir kommen jetzt auch wirklich, was ich wichtig finde, noch stärker dahin, tatsächlich zu schauen, was es denn heißt, wenn wir mit digitalisierten oder automatisierten Systemen interagieren. Und auch danke für Annas Frage, da kann ich in die Tiefe gehen, weil es gab zwei, drei Punkte an dem Vortrag, wo ich trotzdem irgendwie dachte, das eine ist, die Umwelteinflüsse sind wie immer jenseits der Systeme, also irgendwie, die sind da völlig, ne? Halt, das war schon die Darstellung mit den Blasen. Die stehen ganz draußen. Und Sie haben auch zweimal gesagt, Automation, das ist dann unabhängig von analogen Systemen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen den Verkaufsversprechen auf den Leim gegangen, weil das ist ja eigentlich mein Plädoyer ist quasi jetzt noch diese Analyse von der Mikroebene ein bisschen höher zu heben und zu gucken, in welche Konstellationen sind denn eigentlich analoge und digitale Systeme eingebunden, um das mitzudenken. Genau, also es gibt halt noch eine Folie, die habe ich dann aufgrund der Komplexität dann weggelassen. Eigentlich müsste man diese digitale Umwelt, ein Argument der digitalen Soziologie wäre ja, dass man die digitale Umwelt eigentlich so weit ausweitet, dass sie eigentlich alle analoge Systeme mit umfasst. Insofern das Argument ist, dass man sagt, es gibt in der menschlichen Erfahrung, es gibt keine menschliche Erfahrung mehr, die nicht durch Algorithmen oder in der Form von Digitalität angefasst wird. Also das eine würde ich sagen, das ist eben vielleicht noch viel zu viel getrennt. Also selbst wenn man in den Wald geht, macht man das vermutlich mit einem Navigations- und GPS-Gerät. Also irgendeine Art von digitaler Vermittlung gibt es. Und das mit der Autonomie war eigentlich gemeint, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch ausgedrückt habe, das Argument war eigentlich, dass das autonome Fahrzeug keine Beziehung zur analogen Umwelt hat.
Das war das Argument. Weiß nicht, ob das. Also, weil man, also ein Argument wäre nicht, also wenn man jetzt, wir sagen immer, dass, also das Verkaufsversprechen ist ja, wir haben künstliche Intelligenz, dann fährt das Auto durch die Gegend, erkennt Wälder, erkennt Bäume. Und so ist es ja faktisch nicht. Da sitzen irgendwie arme, schlecht bezahlte Leute in Sri Lanka und für wenig Geld klassifizieren Bilder. Sagen, das ist ein Baum, das ist eine Frau mit dem Fahrrad, das ist eine Frau mit dem... Und dann, damit wird sozusagen die künstliche Intelligenz gespeichert. Und da steckt natürlich unheimlich viele Vorbereitungen drin. Das Auto fährt nicht durch die analoge Umwelt, sondern es fährt eigentlich durch eine extrem digitale, vorbereitete digitale Welt. Das wäre das Argument. Deswegen die digitale Welt und nicht analoge Umwelt. Aber ich weiß nicht... Ja, also es sind wahrscheinlich noch viele Meldungen vielleicht. Ja, es ist aber auch... Okay, dann kann ich ja noch was dazu sagen. Ja. Also ja, es gibt viel Mustertraining zuvor, aber mehr stärker noch, es gibt ja auch für autonome Fahrsysteme permanent eine Einbettung beispielsweise in Wetterdatensysteme, in übergreifende Kartensysteme, in Navigationssysteme. Aber die auch sind auch digital. Jein. Die Daten sind? Ja, natürlich sind die digital. Aber was als Datum berücksichtigt wird und wie es berücksichtigt wird, dem unterliegen doch Modelle. Also es ist immer ein Skript dahinter, würde ich sagen, werde ich auch gleich argumentieren. Und diese Modelle kommen ja nicht aus dem digitalen Raum, die kommen nicht von ungefähr. Das sind Theorien, oder wie? Nein, das sind Bewertungen, Gewichtungen. Ah, okay. Mhm. Okay, ja, spannend. Müssen wir nochmal. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte sagen, das ist ja tatsächlich, also ich würde mich auch ein bisschen anschließen. Und ich würde sagen, wird eigentlich erst interessant, wenn es 2022 eingesetzt wird. Dann wird ja dieses Feld dieser algorithmischen Sozialität erst interessant, weil dann können die Leute ja mit ihren Praktiken darauf reagieren, wie das ist. Bin ich erstmal gespannt, ob die Leute überhaupt so ein Auto kaufen oder ob Autos, die diese Systeme nicht haben, vielleicht an Wert gewinnen, weil das sind ja tatsächlich keine Assistenzsysteme, sondern Kontrollsysteme. Das sind ja Systeme, die paternalistisch sagen, du darfst jetzt nicht mehr fahren, weil du hast ein Bier getrunken. Und da bin ich mal gespannt, wie das hier in Deutschland so ankommt, ob die Leute da Bock drauf haben. Und zwar mit vielen anderen, also es ist ja so ein konstantes Policing, also da könnte ich mir gut vorstellen, dass man darauf keine Lust hat und dass sich das 2023 schon wieder ändert, diese Gesetzgebung, weil man sieht, das schadet dem Verkaufsmarkt, weil die ganzen alten Autos jetzt, die diese Systeme nicht haben, beliebter werden wieder. Also das ist letztlich noch komplizierter, als Sie das schon sagen, weil das selbst schon eine Antwort auf ein Problem ist. Also ich habe mich jetzt eine Weile mit dem autonomen Fahren beschäftigt, auch in sozusagen empirisch. Und es gibt sozusagen drei zentrale Probleme mit dem Assistenzsystem. Das erste ist, Tesla-Fahrer glauben, dass ihr Fahrzeug autonom ist. Diese berühmten Videos, da schläft jemand und lässt das Tesla-Auto fahren, wo alle sagen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Das macht das Assistenzsystem. Das Assistenzsystem gibt es auch, also dass das Auto sozusagen immer nach ein paar Sekunden ein Signal gibt und sagt, aufwachen, ich bin hier, und die müssen also verpflichtend immer das Senkrad alle 10 Sekunden, 20 Sekunden berühren. Und das System gibt sozusagen eine ständige Kontrolle. Also Überschätzung der autonomen Systeme ist das eine Problem. Das andere Problem ist Überlastung. Es gibt tatsächlich Fahrschulen, die für ältere Bürger Training für Assistenzsysteme anbilden. Das ist ein klassisches Phänomen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich leihe mir jetzt mal einen Wagen aus, da ist das Ding drin, da sind da 10 Assistenzsysteme eingebaut. Sie wollen aber eigentlich nur hier von Berlin vielleicht irgendwie nach Brandenburg zum Baden fahren. Dann sagen Sie irgendwie zum Schluss auch, das ist mir jetzt auch zu kompliziert, mich damit zu beschäftigen. Sie ignorieren das einfach. Und das ist auch meine eigene Feldforschung. Ich habe in Düsseldorf mit Busfahrern, die so Assistenzsysteme eingebaut bekommen haben. Das sollte deren Fahrtrhythmus optimieren im Verkehr. Also dann können sie halt noch ein bisschen länger an der Bushalte stehen, wenn sowieso rot ist und so weiter. Und in den Interviews stellt sich raus, ich gucke da nicht hin, das ist mir völlig egal. Ich fahre 30 Jahre Bus, ich brauche die Kiste nicht. Also das ist eigentlich das Problem. Also die Leute sind überlastet, sie überschätzen die autonomen Systeme und sie verstehen sie nicht. Okay. Und die Antworten sind sozusagen eigentlich, die Fahrerassistenzsysteme antworten darauf, indem sie eigentlich die Leute zwingen, aufmerksam zu sein. Nicht? Also das ist sozusagen schon eine Antwort auf Assistenzsysteme, auf das, was, also die Frage, die Sie stellen, das ist sozusagen schon die Antwort auf das Problem, was Sie formulieren. Wir haben 5 Minuten, 3 Fragen. Sascha, Gesa, Hilmer. Oh, Hilmer nicht, Sascha, Gesa. Ja, danke. Also finde ich wirklich sehr einleuchtend und gestern hatten wir ja die Frage, an was man sowas erkennen würde, ob sich irgendwas grundlegend wandelt. Ne? Also die Frage nach nächster Gesellschaft oder Kontinuität, Diskontinuität. Und mein Vorschlag war ja im Prinzip
die Prüfstelle wäre, ob sich eigentlich Sozialität gerade an dieser Schnittstelle analog und digital grundlegend redefiniert. Das würde ich jetzt sozusagen als Bestätigung dessen lesen. Und ich frage mich, ob das Fallbeispiel, ne, also quasi so eine Projektion, was 2022 ist, eigentlich uns dazu auffordern würde, uns mehr solche Dinge anzuschauen, wie so Szenarien und Projektionen, ne, die, und die dann quasi abzugleichen mit dem, was sozusagen technisch installiert wird, weil da werden ja quasi Sozialitätsformen entworfen in einer bestimmten Art und Weise, die diese Komplexität natürlich nur vermindert einfangen können. Was ist jetzt die Frage? Ob wir genau dahin kommen müssen, also ob wir sowas brauchen wie eine spekulative Soziologie, die sich solche Spekulationen der Zukunft empirisch anschaut, ja, um was über die gegenwärtige Sozialität zu lernen. Naja, also das finde ich auf jeden Fall wichtig. Also wenn man jetzt, ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit dem Ingenieur zum autonomen Fahren und ich habe gesagt, das prinzipielle Problem bei einem autonomen Fahren besteht eigentlich in der Interaktion zwischen Menschen und Fahrzeugen. Menschen sind sozusagen Normbrecher. Wir halten uns nicht, wir trinken ein Bier, wir halten uns nicht an die Sicherheitsabstände. Algorithmen können nicht Normen brechen. Und das Problem ist, die Interaktion von Normbrechern und Nicht-Normbrechern ist völlig unmöglich. Man kann nicht auf der Autobahn ein autonomes Fahrzeug haben, wenn Menschen fahren. Und dann hat die gemeint, das wäre in 5 Jahren möglich, habe ich gesagt, wie das Problem zu lösen ist. Dann hat der sozusagen völlig unverhohlen gesagt, dann wird es den Menschen eben verboten. Und das sind diese Szenarien. Also das heißt, die technische Entwicklung wird es irgendwann erzwingen, dass die Menschen verboten zu fahren, weil das sonst nicht möglich ist, sozusagen zu interagieren. Man kann nicht, Algorithmen und Menschen können nicht interagieren im Verkehr. Das fand ich jetzt ein ganz wunderbares Statement, weil das schließt direkt an das, was ich gestern gesagt habe, mit der Überführung von einer normorientierten Sozialsteuerung, was daran gebunden ist, dass man Normen auch übertreten kann, was auf Seiten derjenigen, die Normen übertreten, dann eine offene Zukunft voraussetzt. Mhm. Genau das funktioniert bei den Algorithmen nicht der Fall. Deswegen ist es so lange schwierig, autonomes Fahren zu haben, solange Menschen und Algorithmen beide gleichermaßen steuern. Und das Problem wird ja mit dem, was Sie auch gesagt hatten, mit den Smart Cities im Prinzip gelöst, dass man sich das autonomes Fahren eigentlich heißt, dass sich ein Auto in ein Verkehrsleitsystem einklingt und von dort aus, dass das Verkehrsleitsystem dann den gesamten Verkehr in der Stadt steuert. Mhm. Das ist im Prinzip das, was mit autonomem Fahren gemeint ist. Genau. Und dann kann man in der Tat, dann kann man in der Tat ein Buch lesen dabei. Das ist nämlich wie im Zug, weil es automatisch gesteuert wird. Und dann würde das vielleicht auch wegfallen mit der algorithmischen Sozialität, beziehungsweise das würde sich verschieben hin auf diejenigen, die die Verkehrsleitzentrale steuern. Also da ist dann wahrscheinlich noch, gibt es noch die Menschen in der Kontrollschleife. Ich würde noch etwas anderes sagen zu dem, also in dem Verhältnis von der digitalen Umwelt und der analogen Umwelt. Ich weiß nicht, ob da nicht das Konzept der digitalen Raumzeit sinnvoll wäre. Das heißt, dass alles, was es gibt, darauf reduziert wird, was an ihm messbar im Sinne einer raumzeitlichen Ausdehnung und der Produktion raumzeitlich erfassbarer Phänomene gegeben ist. Das hieße, dass die Welt so angeschaut wird, als würde sie nur noch so existieren, als gäbe es raumzeitlich messbar ausgedehntes, beziehungsweise die Phänomene, die sie produzieren. Dann kann man die Wahrnehmung der Umwelt komplett auf eine sensorielle Wahrnehmung reduzieren. Und die sensorielle Wahrnehmung ist dann das, was sie als digitale Umwelt bezeichnen. Also der sensorielle Input ist dann das, was die digitale Umwelt für die Apparate ist. Das heißt, sie hätten dann, also es wird im... Ich würde dann nicht von digitaler Umwelt sprechen, sondern von der Überführung aller Phänomene in das System der digitalen Raumzeit und der Verdopplung der Welt im Sinne von Signalen, die dann die aus der einen Welt in die andere Welt sind. Es gibt Ereignisse in der einen Welt, die in einem irgendwie geregelten Zusammenhang mit den Ereignissen in der anderen Welt stehen. Und dann hätte man eine Art von Verdopplung der Welt. Und das wäre dann die komplette Überlagerung von dem, was die digitale Umwelt mit der analogen Umwelt nennt. Ersten Punkt, ich glaube, das würde sich nur so ändern, wenn man diese Smart City hat, dann ist eben das Argument, da verschiebt sich die algorithmische Sozialität vom Verhältnis zwischen Fahrerin und Fahrzeug zur urbanen Infrastruktur zum Fahrzeug. Also man hat diese algorithmische Sozialität dann einfach auf einer anderen Seite. Das heißt,
Was ich ja sozusagen kritisiert habe, ist die Vorstellung, dass das Auto allein fährt. Das heißt, einfach verschiebt sich sozusagen die Relationalität von der Beziehung vom Fahrzeug-Mensch eben in die Infrastruktur bzw. in die Leitzentrale, wie Sie das angedeutet haben. Das andere, digitale Umwelt, habe ich jetzt gar nicht so komplex bisher mir durchdacht. Da ging es eigentlich eher darum, um diese Idee, dass eben jeder Algorithmus nicht einfach auf die analoge Umwelt zugreifen muss, sondern dass die Umwelt Algorithmus bereit gemacht werden muss. Also irgendwie der Algorithmus muss eine Umwelt haben, mit der er überhaupt operieren kann. Insofern hatte ich das gar nicht so mit Signalen und aktiv gedacht, sondern die digitale Umwelt ist eben tatsächlich eher so eine Art Infrastruktur. Da gibt es Datensätze, auf die kann ich zugreifen und der Algorithmus ist eigentlich sozusagen der bewegende Mechanismus, der Dinge in Beziehung setzt. Das heißt, die Umwelt ist für mich tatsächlich eben erstmal nur ganz so einfach Kabel, Satelliten und Datensätze. Und dann ist das digitale System, was das sozusagen überhaupt erst in Gang setzt und auf bestimmte Datensätze zugreift und entscheidet, welche Art, welchen Satelliten greife ich zu, welche Daten spiele ich ihm zu, dass sie jetzt ihr Navigationsgerät benutzen kann und so weiter und so fort. Also das, ich weiß nicht, ob sich das jetzt widerspricht. Ich habe wahrscheinlich einfach in die Richtung noch gar nicht gedacht. Für mich war das eher so ein bisschen eben der passive Dingbezug. Also mittlerweile würde man eben tatsächlich sagen, dass es die Frage ist, ob es sozusagen diesen Bereich, der außerhalb der digitalen Umwelt gibt, den würde man jetzt wahrscheinlich sagen, den gibt es eben nicht. Deswegen ist das hier das, also das, man würde diese große, den Kreis eben hier rumziehen müssen. So ist es, glaube ich, ja. Okay, Anna? Also kurze Ergänzung, die glaube ich, also im Anschluss an Sascha, also vielleicht muss man analoge Umwelt auch noch so einen Kreis machen wie bei der digitalen Umwelt und dann eine algorithmische Umwelt noch anschauen. Denn was Sie eben gesagt hatten, war ja, naja, dann wird den Menschen das halt verboten, dann wird die Umwelt halt über so ein Kontrollsystem im Prinzip digital gemacht. Das ist ja nicht nur eine digitale Umwelt, sondern das hat ja dann auch Auswirkungen auf, also die Smart City ist ja nicht nur eine digitale Umwelt, sondern da wird das Analoge der Umwelt ja auch angepasst. Das ist eigentlich sowas Ähnliches wie die algorithmische Sozialität, dass ich das wechsle. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar formulieren kann, aber ich glaube, man müsste bei der analogen Umwelt auch nochmal so einen Kreis drumherum machen und da ähnlich dann dieses Ding in der Mitte angucken. Vielleicht wäre dann sogar die Interaktion zwischen der algorithmischen Sozialität und der algorithmischen Umwelt interessant. Also inwieweit muss man die Umwelt, die analoge Umwelt anpassen, dass die sich der digitalisierten Umwelt, dass die der irgendwie entspricht, damit das dann überhaupt funktionieren kann. Also ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe das jetzt einfach nur so gedacht, weil man natürlich sagen kann, die digitale Umwelt kann nicht ohne eine analoge Umwelt existieren, aber umgekehrt kann eine analoge Umwelt natürlich ohne die digitale Umwelt leben. Deswegen ist dieses Verhältnis jetzt so. Vielleicht ist das mit Luhmann gesprochen, analoge Umwelt, einfach ein anderer Begriff für Welt, über die man eigentlich nichts sagen kann. Und die digitale Umwelt würde, oder auch das analoge System der Mensch würde sozusagen in sich selbst die Unterscheidung zwischen analoger Welt und in sich sozusagen selbst, das könnte man ja auch sagen, ein Fahrzeug trifft sozusagen intern die Unterscheidung, was eine analoge Umwelt ist, also sagt, das sind Bäume. Und tatsächlich wissen wir eben, die als Beobachter zweiter, dritter Ordnung da stehen, wir können sagen, das, was die beobachten, sind nicht Bäume, die beobachten ihre eigenen Bilder, nicht? Also mehr oder weniger. Ja, würde ich aber Welt und Umwelt, also gerade mit Luhmann nochmal unterscheiden, denn Umwelt ist ja im Prinzip das, was in dem System selbst als Umwelt erzeugt wird. Ne? So, und Welt wäre, oder könnte man jedenfalls so fassen, im Prinzip das undifferenzierte Chaos, aus dem dann Welt und Umwelt erst entsteht, wenn sich ein System bildet. So, da könnte man Welt dann... Genau, das war jetzt ein bisschen auch der Komplexitätsreduktion geschuldet. Man müsste das wahrscheinlich noch komplizierter machen, indem in jedem System sozusagen diese Differenz wieder selbst nochmal präpositioniert. Ja, das wird dann aber noch unverständlicher, als es eh schon ist. Okay. Ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen. Da muss die Folie einfach noch größer werden. Ja, da brauche ich aber noch einen größeren Hintergrund. Ich habe eine ganz, ganz mini kleine Nachfrage. Robert, kannst du mir ganz kurz sagen oder beantworten, an wen du anschließt, an welche AutorInnen du anschließt bei deinem methodologischen Relationalismus? Bitte? An welche AutorInnen du anschließt? Bei welcher Beziehung? Bei deinem Relationalismus. Das ist ja eine relationale Soziologie. Also da kann man jetzt, würde man sich natürlich in erster Linie selbst nennen und dann... Aber du hast es ja nicht ex nihilo quasi. Und dann gibt es die digitale Soziologie mit Maris und Lübken und die haben natürlich eigentlich die Digital Sociology, da gibt es ja nun seit 5 Jahren relativ viel dazu. Das sind eigentlich in erster Linie relationale Interaktionsmodelle. Die operieren eigentlich ganz explizit. Maris, Lübken, aber auch Sophie Mützel, Jan Fuse. Sophie Mützel, die hat ja auch dazu gearbeitet, die
in gewissen Formen betont die eigentlich, diese ganze Digital Sociology, die aus erster Linie aus Großbritannien kommt, betont eigentlich, da kenne ich keine, die sozusagen nicht relational wäre, die sind alle relational. Okay, aber es, also steckt sozusagen kein Latour bei dir drin, es steckt kein Plessner bei dir drin, es steckt kein... Also bei Latour sage ich immer, ich zitiere den Originalautor, den er immer sozusagen verwendet, Deleuze. Okay. Das ist sozusagen deleuzianisch inspiriert, okay, weil Latour eben alles bei Deleuze abgeschrieben hat. Und insofern bin ich natürlich... Bitte? Er hat auch Durkheim abgeschrieben bei Tartt und so weiter. Also insofern ist, also mit Latour habe ich natürlich sehr viel gemeinsam, weil ich das natürlich auch interessant finde. Okay. Aber jetzt gar nicht so, das ist jetzt vielleicht, was Frau Lindemann angesprochen hat, diese Symmetrie überzeugt mich auch nicht. Das hatte ich jetzt versucht mit dem letzten Zitat anzudeuten, was mich eigentlich empirisch eher interessiert. Das ist keine symmetrische, sind keine symmetrischen Beziehungen, sondern das sind eigentlich immer asymmetrische Beziehungen, die sich eigentlich in empirischen Situationen ständig verändern. Ja, wunderbar. Also man, ja, sowas. Ja, dann vielen, vielen Dank, Robert. Ja.